Hey ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Stört euch nicht an meiner komischen Frisur. Ich weiß auch nicht, was ich hier versucht habe zu machen. Meine Haare liegen heute einfach null und egal, was ich damit mache, es sieht einfach komisch aus. Egal, es ist ja nicht, also es geht ja nicht um meine Haare heute, sondern ich möchte nochmal über etwas Ernsteres reden, was mir ziemlich stark in den Kommentaren aufgefallen ist, dass viele geschrieben haben oder auch mir privat viele geschrieben haben, warum sie sich ritzen. Und mir ist immer wieder aufgefallen, dass ihr geschrieben habt, also nicht alle, aber viele haben geschrieben, dass sie sich zu dick fühlen und deswegen sich ritzen. Und ich finde, das ist auch so eine Sache mit der Figur, dick, dünn, wie fühlt man sich am besten wohl und wie kommt man am besten damit klar und warum ist das so. Und euch nochmal, ja, mit euch nochmal halt drüber zu reden und nochmal mit euch die Meinungen zu teilen, wie ihr das wieder seht. Das könnt ihr dann auch wieder unter den Kommentaren schon. Das würde mich natürlich wieder sehr freuen, weil ich habe gesehen, dass nach dem Video, also dieses Ritzenvideo, Entschuldigung, Schneiden, viele haben sich ja drüber aufgeregt, nach dem Schneiden-Video, dass viele geschrieben haben, boah, du hast mir total die Augen geöffnet und du kannst damit so vieles bewirken und du hilfst einem damit voll und jetzt sehe ich das auch ein bisschen so wie du und vielleicht, du hast recht und halt mega so, dass ich halt auch vielen geholfen habe und viele haben mir auch geschrieben, dass sie durch das Video selbstbewusst geworden sind. Was mich natürlich mega freut, dass wenn ihr mir sagt, dass ihr durch meine Videos selbstbewusster wird oder euch aufhört zu schneiden oder an Selbstmordgedanken nicht mehr denkt oder was auch immer halt, ne? Halt positiv denkt. Und das freut mich immer zu hören, das berührt mich auch und tut mir leid, wenn ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört. Wir wohnen hier in einer Stadt, also mitten auf der Hauptstraße und es ist mega laut hier, vor allen Dingen bei so einem schönen Wetter wie heute. Naja, wie gesagt, mich freut es auf jeden Fall zu hören, dass ich vielen Leuten damit helfen kann und ihr euch das gerne anhört. Das finde ich immer so schön, wenn ihr mir dann die Sachen schreibt. Ich lese es mir sehr gerne durch, auf jeden Fall. Ich habe in den Kommentaren sehr oft gelesen, dass viele gemobbt werden wegen ihrem Gewicht und das finde ich, also wegen ihrer Figur. Es werden nicht nur mollige Menschen gemobbt wegen ihrer Figur, sondern auch dünne. Also ich selber habe es auch schon erlebt. Ich habe jetzt ein bisschen zugenommen zum Glück. Ich war wirklich auch nur ein Knochengestell. Man hat meine Rippen gesehen. Ich hatte ganz dürre Beine. Also ich war wirklich mega dünn. Und das sah auch nicht mehr wirklich schön aus. Weil ich hatte so eine Zeit lang, wo ich so voll drauf geachtet habe, wie ich so, was ich esse und dass ich bloß wenig esse. Und wenn ich das dann bereut habe, dass ich dann ein bisschen zu viel gegessen habe, ist man dann auf Toilette gegangen. Ich meine, ich will jetzt wirklich nicht aussprechen, was. Und ich möchte jetzt nicht hier nur über mich reden. Nur ich will, dass ihr wisst, dass ihr nicht, falls ihr auch sowas habt, dass ihr nicht alleine damit seid. Und ja, ich möchte auf jeden Fall jeden Einzelnen am liebsten helfen. Habe ich manchmal noch so Phasen, wo ich mir einerseits denke, so Enya, du musst zunehmen, weil du viel zu dünn bist. Und dann kommt wieder diese alte Seite von mir raus und sagt dann wieder, oh Enya, das muss aber irgendwie weg. Obwohl das gar nicht weg muss, weil es gehört ja zu mir und das ist ja überhaupt nicht dick oder sonst irgendwas. Da ist ja nichts. Das ist viel so, man bildet sich das nach einer Zeit ein, so man redet sich das schon ein und das ist schwer zu erklären, wenn ich weiß nicht, das ist sehr schwer zu erklären, auch für Leute, die es überhaupt nicht verstehen können. Und ich sag mal so, es gibt Menschen, die fühlen sich dünn mega wohl, aber es gibt auch Menschen, die fühlen sich dick mega wohl. Vor allen Dingen auch, ihr müsst mal verstehen, es gibt Männer, die stehen auf fülligere Frauen, auf schon mollige Frauen. Also nicht jetzt hier Kurven, sondern ich meine halt schon, ich will jetzt nicht dick sagen, das ist, nachher werde ich hier verurteilt, weil ich irgendjemanden hier beleidige. Aber ich will nur, dass, also ich möchte euch das so leicht wie möglich erklären, damit ihr das versteht. Deswegen bitte nehmt das nicht so als
Beleidigung oder so war, auf gar keinen Fall. Ich bin die Letzte, die jemanden beleidigen würde. Auf jeden Fall gibt es halt Männer, die stehen eher auf dünne Frauen und es gibt Männer, die stehen auf dicke Frauen und das ist voll in Ordnung. Das ist alles Geschmackssache und genauso ist das wie mit der Haarfarbe. Manche stehen eher auf blond, manche stehen eher auf brünett und das ist auch was ganz Normales. Und genauso ist das mit der Figur und das ist überhaupt nicht schlimm. Genauso mit der Größe. Manche stehen auf große Frauen, manche stehen halt auf kleine Frauen. Und es gibt halt auch Frauen, die fühlen sich so wohl und ich finde das voll okay, solange die sich doch in ihrem Körper wohlfühlen, ist doch scheißegal, was andere denken. Willst du dünner werden, obwohl du dich eigentlich so wie du bist wohlfühlst, nur weil andere sagen, du sollst dünner werden oder dass du zu dick bist, aber du dich im Endeffekt so wohlfühlst? So. Und das würde ich niemals für andere Menschen tun, vor allen Dingen nicht für die Leute, die mir im Endeffekt voll egal sind, mit denen ich gar nichts zu tun habe, die mir eigentlich nur das Schlechte wollen und genauso wie mit Dünnen so, ja nimm mal zu, du bist doch voll der Stock, dich wird doch keiner nehmen und dies und das, du bist doch voll das Brett und bla bla bla. Ich denke mir immer so, ja und, vielleicht will ich auch gar nicht zunehmen, vielleicht möchte ich auch nicht viel Popo haben. Vielleicht möchte ich auch keinen großen Busen haben. Also es gibt Menschen, die sind krank und können gar nichts dafür und möchten am liebsten vielleicht dünn sein, aber weil sie halt durch diese Krankheit immer wieder zunehmen und es ist wirklich schwer für diese Leute abzunehmen. So, das muss euch auch mal bewusst sein. Deswegen sollten wir nicht immer alle so verurteilen wegen ihrem Aussehen oder wegen ihrer Figur. Das Wichtigste ist immer, dass es vom Herzen, dass die Leute wirklich Herz haben und das finde ich immer am wichtigsten. Was bringt dir das, wenn du eine geile Frau neben dir hast, die einen perfekten Booty hat oder die perfekten Brüste und die tollsten Lippen und tollsten Augen und voll die Bombenfrau ist, aber was ist ihr Charakter dann? Voll Müll oder was? Das bringt dir doch auch nichts. Lieber habe ich dann... Deswegen, ich brauche keine gut aussehende beste Freundin, so. Und wenn ich eine beste Freundin habe, die etwas fülliger ist, so, solange sie gut zu mir ist und ich mich gut mit ihr verstehe und sie ein Herz hat und ich ihr vertrauen kann, ist doch scheißegal, dass viele immer so abgeneigt davon sind. So, das sind doch auch nur Menschen. So, das ist manchmal voll schade, wie manche Menschen behandelt werden, so, die werden gar nicht so als Mensch behandelt, sondern wirklich so als so, was ist das denn, so, als, so, was soll das, ey, ganz ehrlich, ich verstehe sowas ganz und gar nicht. Ich bin froh, dass ich einfach nur gesund bin und ich muss keinen großen Popo haben, ich brauche keine großen Brüste, so, ist mir egal, entweder man nimmt mich so, wie ich bin oder gar nicht, das sage ich immer wieder und das sollte jeder von euch genauso sehen. Manche haben halt mehr und manche haben halt weniger und das ist nichts Schlimmes so. Jeder Mensch ist anders, vom Charakter her und vom Aussehen her. Deswegen urteilt nicht erst, wenn ihr gar nicht wisst, warum diese Person so ist. Weil sowas regt mich richtig auf, so, dass man Leute so fertig machen muss wegen ihrer Figur oder... Das ist so, weiß ich nicht, ey. Die Menschen sind heutzutage so gemein, das ist echt schlimm, wie grausam die Welt ist, echt. Die Welt ist so heftig grausam. Aber so ist das leider nun mal. Ich würde auch am liebsten, also ich bin ja eh eher so ein friedlicher Mensch und möchte mal alles so voll friedlich haben und keinen Streit und nicht, dass jemand gemobbt wird und so. Ich kann sowas nicht ab, also... Ich sag auch dann was, wenn jemand gemobbt wird, so, wenn ich sehe, jemand wird fertig gemacht, dann gehe ich sofort dazwischen und misch mich da ein, so. Man soll auf gar keinen Fall zugucken. Also wenn ihr sowas seht an eurer Schule, falls ihr ein Mädchen hat in eurer Klasse, die wegen ihrer Figur gemobbt wird, dann mischt euch auf jeden Fall ein und guckt nicht zu. Das Mädchen, ihr müsst euch auch mal in ihre Lage versetzen, wie dieses Mädchen sich fühlt. Und ich glaube, das Schlimmste ist einfach, wenn du alleine da stehst und alle dich fertig machen. Und ich sag immer,
Ich wünsche den Menschen nichts Schlechtes. Ich wünsche den Menschen, die was Schlechtes getan haben, dass sie sich selbst mal begegnen. Und dann werden sie schon merken, wie scheiße es ist. Und allein das reicht schon als Karma, würde ich sagen. Und ja. Dann haben sie auf jeden Fall schon ihr Karma zurück. So Leute, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr nach diesem Video jetzt ein bisschen drüber nachdenkt. Und mich würde es auch sehr interessieren, wie ihr darüber denkt. Und ich finde halt, also ich bin halt der Meinung, dass wir die Menschen so lassen sollen. Wenn sie sich so wohlfühlen, dann ist es halt so. Und wie gesagt, das ist halt auch alles immer Geschmackssache und das ist okay und das sollte man auch so akzeptieren. Und jeden Menschen so lassen, wie er ist. Und nicht versuchen, jemanden zu verändern. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ja. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen, schönen, schönen Tag und bis bald.